Habe die Ehre, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Niedersachsen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und natürlich schaut wie immer liebend gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr 1, 2, 5, 8, 10, 12 Links. So, da. Wir befinden uns aktuell in den letzten Zügen zum Felder herrichten. Also, wir haben jetzt auch unser Weizenfeld bald fertig. Das heißt, wir können eigentlich dann später mit dem Ansehen anfangen. Ich möchte mal schauen, vielleicht mache ich das jetzt noch, mache ich das jetzt am Abend noch. Am nächsten Tag soll es nämlich schon wieder regnen. Da müssen wir mal gucken. Aber weißt du, wie immer so schön? Schauen wir mal, das sehen wir schon. Die Felder sind jetzt auch mittlerweile alles soweit fertig. Klar, hier noch die Steine runterholen. Alle fertig, bis auf, klar, die 13, die können wir noch nicht ernten. Aber auch das ist bald. Das ist ja auch schon in ein paar Tagen, können wir dann die Zuckerrüben ernten. Auch mit den Zuckerrüben habe ich mir was überlegt. Und wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal und ja, blöd gesagt, wir müssen einfach ein bisschen abwarten. Wie sich das Ganze, ich sage jetzt mal, dann mit den Tieren, mit der Biogas und so, wie sich das, diese ganze Sache im Großen und Ganzen einfach entwickelt, ne? Also, weil ich kann ja jetzt schlecht sagen, oh, ich mache jetzt das, und dann schaut die ganze Geschichte anders aus. Was aber sicher ist, Leute, wie gesagt, wir werden zwei Traktoren kaufen. Ich habe euch jetzt lange, lange auf die Folter gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass unser Geld bis zum Frühjahr so gut ist, weil wir brauchen ja nicht nur Schlepper, wir brauchen ja noch eine Einzelkorn, wir brauchen ja ein bisschen was bauen wir ja noch. Wir werden ja wahrscheinlich auch noch einen Häckselwagen kaufen und so weiter und so fort. Aber abwarten. Wie gesagt, ich zeige mal ganz kurz die zwei Traktoren, die kommen werden. Und zwar ist es zum einen der John Deere 7R vom lieben Bene von Bayern Gamers. Und ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich einfach so richtig tierisch auf dieses Teil. Dann seit dem Wochenende jetzt, zumindest im Discord, beim Prodax habe ich den jetzt gefunden, ist auch der Fastag heraus, der 8000er. Und klar, ja, Chip-Tuning auf 424 PS. Definitiv, der wird kommen. Weil dieser Fastag für mich der perfekte Transportschlepper ist, ne? Also, für mich ist der perfekt. Weil, klar, ich muss erst mal gucken, habe ich die Auslastung überhaupt dafür. Also, ich sag immer, für mich im LS eine Maschine, wenn ich eine kaufen will oder mieten oder halt gucken möchte, okay, brauche ich die Maschine so viel oder brauche ich die wirklich oder reicht es nur, wenn ich sie miete, wenn ich sie brauche? Ich sag immer 10 Stunden aufs ganze Jahr, Minimum. Und ich sag mal, mit dem Fastag kriegen wir das definitiv sehr, sehr leicht hin, weil ihr müsst überlegen, Güllezubringer, Getreidetransport, Häckselguttransport und so halt hauptsächlich Transportarbeiten. Dafür ist der ja wirklich perfekt. Und genau dafür will ich den ja auch haben. So, ich hoffe jetzt bloß, dass wir nicht über 13.000 Liter kommen mit den Steinen. Weil ansonsten wird das ein bisschen knapp. Wie viel liegt denn da noch? Haben wir jetzt hier irgendwo noch mal ein großes Nest liegen? Ich hoffe ja mal nicht. So wie es aussieht, nicht mehr. Nee, ein wirklich großes Nest werden wir nicht mehr haben. Aber es wird eng. Ja, hier mal jetzt ein, die Ecke hier wird es jetzt wahrscheinlich auf über 13.000 schaffen. Nee, nicht mal. Oh Leute, wir können weiter beten. Betet, Leute, betet. Okay. Nicht über 13 Kubik. Nicht über 13 Kubik. Da
geil. Wir sind nicht über die 13.000 Liter gekommen, Leute. So. Steine sammeln, erledigt. Gott sei Dank. Wir fahren jetzt vor. Vorne steigen wir in den 900er um, fahren abladen, fahren nochmal her, holen die Steine, fahren zum Hof, hängen aber die Erbmulde ab. Weil wir müssen nämlich dann, wenn wir den am Hof haben, den Sammler abhängen, an den 9er dran und hoch zum Händler fahren, weil wir müssen die Sämaschine holen. Und mit dem hier müssen wir Saatgut holen. Und das ist halt nicht wenig an Saatgut, was wir jetzt dann holen werden. Weil, ihr müsst mal überlegen, wir brauchen so um die, ich glaube, 12 Big Bags Minimum an Saatgut oder... Ja, vielleicht sind es auch weniger. Müssen wir mal abwarten. So. Dann bleiben wir jetzt gleich mal, parken wir uns gleich mal so hin, dass wir dann überladen können. Oder wir lassen den später per Autodrive runterfahren. Können wir natürlich auch machen. Ne, aber ja, wir schauen einfach mal. So. Motor auf, aus, Tür auf, Tür zu. Dann hier rein. Tür zu. Abladen fahren, Leute. Doppala. Die Erbmulde hier wird noch mitverkauft. Die läuft noch komplett mit in den Export bereits. Und die... Das, was jetzt noch im Sammler drin ist, diese knapp 12,9. Die behalten wir für Feld Nummer 13. Und ich kann euch sagen, Leute, wir werden so viel abräumen. Weil ich habe jetzt lange hin und her überlegt. Mache ich wieder nur so viel wie beim letzten Mal? Mache ich diesmal mehr? Wie will ich das Ganze handhaben? Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich nicht gleich das ganze Feld? Warum eigentlich nicht gleich ganz? Weil so habe ich das ganze Feld fertig. Wir werden hinten werden wir eine leichte Schräge anbauen. Muss ich nur mal gucken, wie ich die da mache. Weil ich habe jetzt die neueste Terraform Version. Leider immer noch ohne die Platinum Geräte. Finde ich wirklich, wirklich schade, aber... Naja, was willst du machen? Es wäre wirklich geil gewesen, wenn wir gesagt hätten, jawohl, wir können mit dem 180er, mit der großen Schaufel, mit den Zähnen, können wir durchmehren. Weil das war ja so im Großen und Ganzen eigentlich mein Ziel. Ne? Aber, ja. Müssen wir abwarten. Aber das wird jetzt dann schon interessant, hey, wenn wir sagen, Weizen, Ölrettich. Ja, Ölrettich, wenn wir Glück haben, brauchen wir vielleicht sogar gerade mal ein Big Bag, wenn überhaupt. Genau, da werden wir vielleicht ein Big Bag brauchen. Dann Minimum 6 Big Bags Weizen. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir noch die restlichen Paletten vom Händler mitnehmen. Wir müssen mal schauen. Da müssen wir mal schauen. Ja. Da müssen wir wirklich schauen. Weil ich habe mir nämlich überlegt, auch für die Zuckerrüben,
vielleicht dann auf das Feld hinten noch eine Produktion mit hinzusetzen, sprich die Rübenschnitzelanlage. Bin ich so ein bisschen am Überlegen. Weil, wenn wir die Biogasanlage haben und wir haben mal zu viele Rübenschnitzel, dann können wir die ja in die Biogas reinfeuern. Wir bauen, also ich muss sie schnitzeln, um sie reinfüllen zu können, das ist klar. Aber wir bauen ja einen, großen Bunker. Da werden wir vielleicht sogar wirklich dann nicht in 120er Lader her tun. Da werden wir dann vielleicht wirklich in 180er herholen. Aber das weiß ich noch nicht. Dann beim GPS-Häckseln möchte ich Verteiler und eine von den Walzen testen oder vielleicht eine kleinere Walze. Je nachdem, wie weit dieser Verteiler eben arbeitet. Dann die drei Bäume hier werden wir wegschneiden. Noch, weil die stören einfach. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen, ne? Also so ist jetzt mal so grundlegend meine Idee, mein Plan. Und ja, müssen wir mal schauen. So. Lass runter das Ding, du. Wir fahren nochmal raus. Wie gesagt, dann müssen wir eh mit dem Anhänger fahren. Und da wir Autolot haben, tun wir uns sowieso leichter. Was wir aber noch mitnehmen werden am Frontlader, ist ein Big Back Gestell. Also wir werden so einen Big Back Lifter noch mitnehmen, damit wir das dann immer oft über die Sämaschine drüber heben können. Das werden wir definitiv auch noch mitnehmen. Und ja, ich muss mal gucken, eventuell fahren wir dann in Anhänger gleich runter zum Feld mit dem Seamer. Dann fahren wir mit dem Fägerson zurück und dann holen wir den am Hof und fahren mit dem runter zum Ansehen. Also so im Groben habe ich mir das jetzt mal so überlegt. Schauen wir mal, ob das so wird. Ich hoffe. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Und von dem her, ja. Schauen wir halt einmal. Aber jetzt machen wir erstmal die Steine fertig. Dann kümmern wir uns ums Ansehen. Und alles, was danach kommt. Leute, da läuft so viel Wasser im Bach oben. Warten wir einfach hoch. Da schauen wir einfach bloß. Da warten wir und da sehen wir schon. Ne? So. Oh, das passt schon jetzt dann nicht. Alles, also jetzt Standard alles, naja, ist immer so wie so grundlegend, weil ich mir das alles vorgestellt habe, wird es nicht funktionieren. Deswegen habe ich meinen Plan schon ein bisschen geändert, aber schauen wir einfach mal. Ich habe ja auch überlegt gehabt, dass man vielleicht einen Bagger hier denn zum Angammer, dass ich mit dem Bagger das Zeichen mache, aber ja. Da ist ein Bagger her und hast gleich so einen Aschi mit, was weiß ich, 70, 80, 90 Tonnen. Weiß nicht, ob das ist Gelbe vom Ei war. Ich weiß echt nicht. Also, ne? Wenn wir schauen. Aber ich denke mal, das wird. Ich denke mal, zum Teil wird es schon so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil gesagt, ich finde halt wirklich schade, dass mir halt einfach die Lader oder die Schaufeln aus dem Platinum DLC nicht hernehmen können. Das finde ich einfach schade, weil das Problem ist, ich wüsste jetzt nicht einmal, wenn man da die Schaufel oder so ein Schaufelzeich einfügen dort.
Das wisst ihr jetzt nicht einmal, deswegen kann ich ja nicht sagen, okay, ja, na, vielleicht, was weiß ich. Aber beim Abräumen seid gespannt, Leute. Ich werde euch natürlich im Timelapse mitnehmen. Aber seid gespannt, wenn wir da arbeiten werden. Wir werden diesmal anders arbeiten wie beim letzten Mal. Weil das beim letzten Mal, das war ja schon wirklich ein wenig kritisch. So, jetzt immer so. Aber schauen wir mal. So. Jetzt nehmen wir noch Olon in Sammler und dann. Aber warum gebe ich den Sammler zurück, wenn ich ihn doch da an E-Spader wieder brauche? Wenn man ja noch im Oktober nochmal braucht. Das ist doch billiger, wenn ich ihn jetzt behalten darf, wenn ich ihn jetzt futter, oder? Hm. Da geht schon ganz schön was ein, Leute. So. Aber meine lieben Freunde, ich sehe gerade, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Abo nicht vergessen. Feedback in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, wünsche ich was. Haut rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.